Und damit herzlich willkommen zurück bei Starfield. Wir sind hier auf dem Kreuzfahrtschiff und müssen uns jetzt hier auf einer Gala. Sie sind Captain Rokoffs Gast, richtig? Willkommen an Bord. Unter die Menge mischen und Informationen rauskriegen. Wo kann ich mich denn hier jetzt in Schale werfen? Befrage die Gäste. Finde heraus. Ach nee, muss ich. Ich muss mich gar nicht in Schale werfen. Es geht wohl so. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Seid alle müde anscheinend. Dies ist eins von Tridents Vorzeigeschiffen. Eine wahre Schönheit, nicht wahr? Laut Captain Rokoff haben Sie freien Zugang zu allen Crewbereichen. Aber bitte fassen Sie nichts an. Natürlich. Seifenspender, toll. Schicker Eiskübel. Hier kann ich nur klauen. Ist die Kombüse? Sternsaal Zugangspass. Wow. That looks nice here. Ich hoffe sehr, in Zukunft finden alle Events der Gesellschaft auf einem Starliner statt. So, jetzt muss ich hier Dinge rausfinden, hä? Huh? Mal kurz in die Mission. Um mehr über die Legacy zu erfahren, brauche ich den Zugangspass eines Gelbank-Managers namens Larry. Genau. Den Larry müssen wir finden. Damit das gelingt, sollte ich vorsichtig vorgehen. Und bei der Wohltätigkeitsgala, die an Bord der Siren of the Stars veranstaltet wird, zunächst ein paar Informationen sammeln. Dann tun wir das. Es Hallo. Wäre schön, wenn die Drinks inklusive wären, aber bei Trident Was führt dich her? Das Geschäft? Weißt du was über Larry? Dombrowskis Spenden sind beachtlich und der einzige Grund, warum wir ihn bei gesellschaftlichen Veranstaltungen tolerieren. Okay. Hast du Informationen über den Erdenretterpreis? Benjamin Bayou aus Neon war damals der erste Preisträger, aber er ist vor ein paar Jahren aus der Gesellschaft ausgetreten. Okay. Vergiss nicht, etwas zu spenden. Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft, was? Ich weiß nicht, warum Larry an dem Event teilnimmt. Ihm sind alle Planeten egal. Die Erde ist keine Ausnahme. Okay. War das alles? Okay. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Die Aussicht ist einfach spektakulär, nicht wahr? Sagen wir mal so. Er hat schon so viele Leute übers Ohr gehauen. Wenn er plötzlich aus dem Universum verschwände, würde ihn wohl niemand vermissen. Okay. Das war langweilig. Hast du die Canapés probiert? Die sind einfach voll. Larry ist bei der Galbank A-Level-Führungskraft, was bedeutet, dass er auf Knopfdruck auf alle Konten zugreifen kann. Okay. Und was hast du über diese Gesellschaft zu sagen? Wenn man beitritt, schicken sie einem ein kleines Stück Erdgestein. Steht auf meinem Schreibtisch. Ich wünsche noch viel Spaß. Ebenso. Die Vorsitzende hat sich wahrlich selbst übertroffen.
Na? Hallo. Bist du Mitglied der Gesellschaft? Ja. Ja, er ist irgendein hohes Tier bei der Galbank. Es heißt, er habe jemanden ersetzt, der beim Kreditbetrug erwischt wurde. Hm. Es war mir eine Freude. Und was führt Sie hierher? Wer ist denn hier? Sind Sie Mitglied der Gesellschaft? Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft, was? Er verbringt viel Zeit mit Claudia Swist. Sehr viel Zeit, wenn du verstehst. Seine Frau weiß bestimmt nichts davon. Aha. Sprich mit Claudia Swist. Wo ist sie denn? Das war langweilig. Haben Sie die Canapés probiert? Die sind einfach furchtbar. Ist es da oben? Da ist Claudia. Es wäre schön, wenn die Drinks inklusive wären, aber bei Trident wird man eben ausgequetscht. Was weißt du denn? In Zukunft finden alle Events der Gesellschaft. Er verbringt sehr viel Zeit mit Claudia Swist. Sehr viel Zeit, wenn du willst. Ja, okay. War das alles? Okay. Dann haben wir alles, was wir brauchen, anscheinend. Hier rein. Ah, hier ist das Bad. Und ein wunderbares Klo. Kommen wir hier irgendwie nach oben? Da. So, Guest Suit. Ich mache hier alles, was ich will. Moin. Aufgrund eines bedauerlichen Unfalls können wir auf unbestimmte Zeit keine Weltraumspaziergänge anbieten. Okay. Ein Unfall also? Wer bist denn du? Sorry, kenne ich dich? Nein, aber ich kenne dich. Ja, du hast gewaltigen Ärger, ist doch nichts dabei. Du kennst mich nicht, aber ich brauche Informationen. Du hast da was falsch verstanden, okay? Ich habe wirklich keine Zeit, mit dir zu diskutieren. Mein Partner wartet auf mich. Er ist ein sehr wichtiger Mann. Hm. Ich weiß von deiner Affäre mit Dombrowski. Oh mein Gott! Soll das ein Witz sein? Woher... Ah, dieser Idiot! Ich habe Larry gesagt, er soll seine Klappe halten, aber nein, er muss ja unbedingt seine Freunde beeindrucken und mit mir angeben. Pass auf, ich bin schon lange genug in dieser Branche und weiß, wie das Spiel funktioniert. Sparen wir uns das Gerede und bringen es hinter uns. Was muss passieren, damit wir beide glücklich sind? Ich gebe dir Geld, du servierst mir Dombrowski aufs Tablett. Ich brauche etwas Belastendes. Wenn ich dir belastende Infos über dieses Arschloch Dombrowski liefere, bringe ich mich nur in Gefahr. Warum sollte ich das tun? 2, 4, 6. Ich bekomme sowieso an diese Informationen. Warum also nicht jetzt davon profitieren? Ich arbeite undercover. Klar doch! Und ich bin die Prinzessin von Jameson! Willst du mich für dumm verkaufen? Okay. Ich habe Informationen, die deinen Ruf nachhaltig schaden können. Komm sowieso irgendwie an die Informationen. Stimmt. Du hast es immerhin bis hierher geschafft. Okay, ich habe es verstanden. Weißt du was? Die ganze Sache hier macht mich echt sauer. Larry und ich hatten einen perfekten Plan, der uns tausende von Credits eingebracht hätte. Und dann muss er alles vermasseln. Du bist sauer? Stell dir mal vor, wie es Dombrowski geht, wenn wir anfangen, ihm auf die Füße zu steigen. Gut. Ich hoffe, du machst ihn so fertig, dass er nicht mehr gehen kann. Okay. Du bist wütender auf Dombrowski, als ich dachte. Wenn du den Typen so hast, warum hast du ihn dann eben noch verteidigt? Von wie vielen Credits reden wir hier? Verrate ich dir nicht.
Sagen wir einfach, es ist genug, dass ich lange ins Gefängnis gehen würde, wenn die Galbank es rausbekäme. Okay. Erzähl mir von diesem Plan. Ja, ja. Dazu komme ich gleich. Larry hat es mit mir und einem anderen Kerl ausgetüftelt. Gabriel Vera. Einem hohen Tier bei der UC Security. Ich habe die Transaktion manipuliert, Larry hat sie aus dem System gelöscht und Vera hat uns die Bullen vom Hals gehalten. Wir haben die Galbank monatelang ausgenommen. Es lief alles bestens, bis ich gemerkt habe, dass Larry uns übers Ohr gehauen hat, indem er die Transaktion zu seinen Gunsten verändert hat. Hey, wenn du dich rächen willst, gib mir Beweise, die ich gegen ihn verwenden kann. Jo. Ich wünschte, ich hätte welche. Vielleicht solltest du mit Gabriel Vera reden. Der müsste hier auch irgendwo sein. Wenn er nicht kooperieren will, erwähne einfach meinen Namen. Dann wird er sicher hellhörig. Viel Glück, du wirst es brauchen. Okay. Ja, mehr kannst du mir nicht sagen. Ich hoffe, du zeigst es, Dombrowski. Machst ihn richtig fertig. Ich gebe mein Bestes. Na? Dann schauen wir doch mal. Wenn Sie einen bestimmten Wunsch haben, wenden Sie sich bitte an das Betreuungspersonal. Wer hat das gesagt? Okay, was hallo. Was führt dich her? Das Geschäft? Du kommst mir hier ein wenig verloren vor. Hallo. Für die Wohltätigkeitsgala hier? Ich würde lieber über Larry Dombrowski reden. Mich interessiert eher, was bei der Galbank passiert. Oh, ich fürchte, damit habe ich nicht viel am Hut. Ich arbeite für die UC Security, nicht für die Galbank. Ich kann zu dem Thema also nichts beitragen. Also Claudia behauptet, du hast Informationen über Larry. Claudia hat dich geschickt? Hör mir gut zu. Ich weiß nicht, ob du zu viel getrunken hast oder wahnsinnig bist oder beides. Was immer du über mich zu wissen glaubst, ist falsch. Lass mich in Ruhe. Ich mag ein bisschen betrunken sein, aber du lügst. Es wäre meine bürgerliche Pflicht, das alles den Zuständigen zu melden. Vielleicht werde ich alle meine Beweise den Behörden übergeben. Du scheinst nicht sehr besorgt, dass Claudia dich verraten hat. Ich bin die Behörden. Falls dir das noch nicht klar war. Egal, was du meldest, am Ende wird dein Wort gegen meines stehen. Ich arbeite für die UC Security. Was meinst du, wem man glauben wird? Wo ist denn wohl der Preis? Die Vorsitzende hat sich wahrlich selbst übertroffen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Die Aussicht ist einfach spektakulär, nicht wahr? Müssen wir das wirklich noch einmal durchkauen? Vergiss nicht, etwas zu spenden. Ich hoffe sehr. Die Vorsitzende hat sich wahrlich selbst übertroffen. Angeblich ist er mit 12 lupenreinen blauen Diamanten verziert, jeweils 2 Karat. Wahnsinn, oder? Es war mir eine Freude. Echt Wahnsinn. Und was führt Sie hierher? Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Letztes Jahr habe ich den Preis nicht bekommen, also habe ich dieses Jahr doppelt so viel gespendet. Vielleicht hilft das ja. Okay, ich wünsche spenden. Noch viel Spaß. Was führt dich her? Hallo. Bist du Mitglied der Gesellschaft? Sheila Holbrook ist dieses Jahr Vorsitzende des Preiskomitees.
Die passt auf diese alberne Trophäe auf wie auf ihr eigenes Kind. Hm. So. Es war mir eine Freude. Optional töte Larry. Es wäre schön, wenn die Drinks inklusive wären, aber bei Trident wird man eben ausgequetscht. Mal eben gucken. Kehre zu dem zurück. So, da müsste ich noch mit Sheila über was quatschen. Wo ist denn der Larry? Die Aussicht ist einfach spektakulär, nicht wahr? Dahinter ist es doch bestimmt. Ist das wichtig? Ich habe keine Zeit für Belanglosigkeiten. Oh, ja. So eine. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich bin mit den Vorbereitungen für die Preisverleihung beschäftigt. Hm. Ich habe gehört, dass du die Verantwortung für den Erdenerretterpreis hast. Stimmt, ja. Genau genommen war ich in den letzten 7 der 9 Jahre seines Bestehens mit seinem Transfer betraut. Warum fragst du? Du bist sicher nervös, weil du etwas so Wertvolles in der Kabine hast. Ich wollte herausfinden, wer dieses Jahr gewonnen hat. Der Preis ist wunderschön, ich würde ihn gern sehen. Ich wollte herausfinden, wer dieses Jahr gewonnen hat. Das ist blöd. Der Preis ist wunderschön, ich würde ihn gern sehen. Ja, wunderbar, nicht wahr? Absolut unbezahlbar. Aber du musst leider bis zur Verleihung warten, um ihn in all seinem Glanz zu sehen. Er ist viel zu wertvoll, um ihn irgendwo anders als im Haupttresor im Büro der Pörserin aufzubewahren. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich habe Wichtigeres zu tun, als mit jemandem wie dir zu sprechen. Mhm. Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft, was? Okay, jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich in diesen Raum komme. Haben Sie die Canapés probiert? Die Aussicht ist einfach spektakulär, nicht wahr? Ich wünsche noch viel Spaß. Finde heraus, wie du den Safe öffnen kannst. Wenn Sie keine Sicherheitsanlage haben. Das finde ich heraus. Gewicht heben. Tür. Schutzraumcomputer. Okay. Sag Bescheid, wenn die Reise nicht zur vollsten Zufriedenheit verlaufen sollte. Willkommen im Büro der Pörserin. Ich bin die leitende Pörserin Murata. Was kann ich für dich tun? Wären meine Wertgegenstände hier im Tresor auch sicher? Oh, absolut. Der Tresor ist magnetisch versiegelt und durch mehrere Schichten voll schadensresistenter, vakuumsicherer Platten geschützt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass unser Schiff geentert und der Alarm ausgelöst wird, wird der Safe permanent versiegelt, bis wir den Hafen erreichen. Für den noch unwahrscheinlicheren Fall, dass das Schiff zerstört wird, können deine Hinterbliebenen dein Hab und Gut aus dem Wrack bergen. Du kannst dir also vorstellen, dass dein Eigentum vollkommen sicher ist, bis du es wieder aus dem Tresor holst. Mhm. Was genau macht eine leitende Pörserin auf dem Starliner? Eine hervorragende Frage. Ich trage die Verantwortung für die gesamten Finanz-, Zoll- und Warentransfers der Siren. Mir macht die Arbeit wirklich Spaß. Ich treffe eine Menge Leute in jedem Hafen, anstatt ständig unter Deck festzusitzen. Okay, ich würde mir gerne den Erdenretterpreis mal ansehen.
Ich habe ihn selbst nur kurz gesehen. Aber er ist wirklich wunderbar. Leider ist das Objekt in unserem Tresor weggesperrt. Und der lässt sich nur durch Vorlage einer Abhol-ID öffnen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Finde heraus, wie ich so eine Abhol... Nein, das wär's, danke. Naja, falls du es dir anders überlegst, ich bin hier. Schöne Reise noch. Danke. Falls ich deinen Aufenthalt noch angenehmer gestalten kann, bin ich jederzeit zu Diensten. Ich brauche eine Abhol-ID. Ich habe diese Route schon mehrmals absolviert und kann Ihnen versichern, dass es nichts zu befürchten gibt. Ihr oder was? Erhalte den Preis, Abhol-ID. Was führt dich her? Das müssen diese ungebetenen Unterbrechungen sein? Ich bin sehr beschäftigt. Ich brauche deine Abhol-ID für den Ehrenretterpreis. Wie bitte? Und warum um alles in der Welt sollte ich etwas derart Dummes tun? Gib mir einfach die Abhol-ID, damit ich mich auf den Weg machen kann. Und warum in alles in der Welt sollte ich so einer Forderung nachgeben? Es gibt sicher einen Weg, wie wir hier beide zufrieden auseinandergehen. Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben. Am Ende wirst du es mir doch erzählen. Warum sparst du dir nicht die Zeit und machst es gleich? Es erfährt niemand, dass ich es von dir habe. Automatisch überzeugen? Mach ich mal. Ich muss darüber nachdenken. Okay. Es muss doch einen Weg geben, wie wir beide als Sieger hervorgehen. Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben. Oder? Ja, das hoffe ich. Ich verspreche dir, es bleibt zwischen uns beiden. Jetzt bewegt sich langsam was. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wenn das rauskommt, das ist völlig absurd. Ich gebe dir gar nichts. Das will ich aber auch meinen, überhaupt so eine dumme Frage zu stellen. Mann. Ich will es haben. Ist es jetzt weg? Oder wie... kann ich da noch rankommen? Kann ich da noch irgendwie rankommen? Wir bieten an jedem unserer. Für Reisende mit Kindern findet heute Abend in der Schiffsbibliothek Serenas Märchenstunde statt. Müssen diese Ungebetenen unterbrechen? Ja. Ich brauche diese ID. Wie bitte? Und warum um alles in der Welt sollte ich etwas derart Dummes tun? Nee. Das will ich aber auch meinen. Macht sie nicht. Warte mal. Ich werde jetzt nochmal laden. Müsste ja eigentlich das hier sein, ne? Ja. Und dann versuche ich nochmal mein Glück. Ich will doch unbedingt diese ID. Ich habe diese Route schon mehrmals absolviert und kann Ihnen versichern, dass es nichts zu befürchten. Müssen diese ungebeten... Ja. Gib mir die ID los. Wie? Und warum um alle... Überzeugen? Und warum in alles in der Welt sollte... Automatisch überzeugen, habe ich erst gemacht. Könnte vielleicht gehen. Hm? Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest.
verspreche dir, das bleibt zwischen uns beiden. Es wird Zeit, dass du mit der Sprache rausrückst. Ich mache erstmal das. Schön, dass du meine Situation verstehst. Das höre ich gern. Jetzt nicht voreilig werden. Das ist völlig absurd. Das will ich aber auch. Okay, das ist also auch nicht richtig. Dann nochmal das Spielchen. Ich habe diese Route schon mehrmals absolviert und kann Ihnen versichern, dass es nichts zu befürchten gibt. Die Bank sprengen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Müssen diese und... Ja, gib mir jetzt den Preis da hier. Die ID. Und warum? Erzeugen. Und warum ein... Automatisch. Ich hoffe, ich kann dir trauen. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, das hier zu überwinden. Am Ende wirst du es mir doch hier erzählen. Los. Ich habe keine Zeit für sowas. Einen noch. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt. Es gibt doch keinen Grund für uns Probleme zu haben, oder? Komm schon. Mag sein. Ja. Oh, nimm das verdammte Ding endlich. Pass auf. Vielleicht können wir das für uns behalten? Wenn der Preis verloren geht, muss die Versicherung nicht unbedingt involviert werden. So, ich bin hier, um diesen Preis zur Preisverleihung zu geben. Entsperren Abhol-ID. Tür öffnen. Ohoho, was haben wir denn hier noch? Arbeitskleidung. Noch ein Waffenkoffer. Okay, das ist ja alles. Preis nehmen und ein paar Credits noch. Siehste. Das wäre dann alles, danke. Optional hatten wir noch, ihn zu töten. Höflich sein. Naja, schauen wir erstmal. Ich habe dein kleines Intermezzo mit Vera gesehen. Mach nur weiter so und dieser Strohkopf wird noch deine Verhaftung verlangen. Er ist zusammen mit Swift, Swist und Dombrowski in der Veruntreuung von Geldern verwickelt. Das muss ein Bluff sein. Ja. Das würde natürlich seine Drohungen erklären. Verstehe. Wir brauchen konkrete Beweise für die Veruntreuung. Das wird schwierig. In der Öffentlichkeit wird er nichts verraten. Damit er auspackt, musst du ihn unter vier Augen zur Rede stellen. Ein Notfallzustand auf dem Schiff könnte funktionieren. Sollten wir warten, bis er in seine Kabine zurückkehrt? Ja. Das wäre, glaube ich, zu krass. Dann ist hier zu viel los. Vielleicht. Wenn etwas schief geht und er den Alarm aktiviert, sind wir dran. Angesichts all der hochkarätigen Gäste wimmelt es hier nur so von Sicherheitsleuten. Okay. Notfallzustand vom Schiff? Gute Idee.
Das Notfallprotokoll sieht vor, dass sämtliche Passagiere die Decks räumen und in ihre Kabinen zurückkehren. Ich würde vorschlagen, die Lebenserhaltungssensoren zu manipulieren. Wenn du an der Steuerung herumbastelst und das Überwachungssystem dazu bringst, das als Ausfall zu verzeichnen, dann hast du deinen Notfallzustand. Du bist verrückt. Ich bin nicht dazu qualifiziert. Ja, ich mach das. Dein leuchtendes Beispiel überzeugender Führung begeistert mich hier nicht zwingend. Keine Sorge, das wird nicht schwieriger, als sich auf der Party unter die Gäste zu mischen. Du musst nur ein paar Schalter umlegen. Eins noch, wenn Chefingenieur Sandin dir Probleme macht, sag ihm, dass ich ihm seine Spielschulden erlasse. Mir wär's lieb, wenn du das erst als letztes Mittel einsetzt. Aber wenn ich bald wieder bei der Fleet bin, kann ich auf ein paar Credits verzichten. Also dann, ich gehe mal lieber packen. Hier wird es langsam brenzlig. Und Trident wird schnell merken, dass du einen Helfer hattest. Okay. Musst du nicht irgendwo sein? Ja, das muss ich. Ein wirklich edler Star. Was haben wir denn hier noch im Spind? Blaue Flügel, Ventilatoren, nur Müll, Navigator, kann ich alles nichts gebrauchen. So, Engineer Deck. Moin. Moment. Passagiere haben hier keinen Zutritt. Augenblick. Du bist Captain Rokoffs Gast, oder? Entschuldige, ich hatte dich hier unten nicht erwartet. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Wofür bist du zuständig? Ich bin der Chefingenieur der Siren. Ich leite das technische Team von Trident. Wir sorgen für den reibungslosen und effizienten Betrieb des Schiffs. Diese Schönheit ist das Nonplusultra des modernen Raumschiffdesigns. Fast alles ist dreifach redundant. Zum Beispiel das Lebenserhaltungssystem. Das heißt leider auch, dass wir viel Leerlauf haben. Könnte aber schlimmer sein, oder? Mhm. Ganz schön einsam hier unten, hä? Ja, schon ein bisschen. Beim Tech-Personal heißt das Deck hier das Dungeon. Ist klar, warum, oder? Nicht gerade Starliner-Komfort hier unten. Klar, ich kann gut meine Gedanken sortieren und Arbeit nachholen, wenn es so schön ruhig ist. Aber ich würde lieber auf der Brücke arbeiten. Okay, dann muss ich aber erstmal dringend zum Lebenserhaltungssystem, bitte. Oh, tut mir leid. Zutritt verboten. Keine Ausnahmen. Naja. Mir egal, was er meint. Ob das der letzte Ausweg ist. Für mich ist das der erste. Ach, echt? Okay, das ändert natürlich einiges. Okay, pass auf. Ich gehe mir einfach ein bisschen die Beine vertreten. Kannst du das vielleicht halten, während ich weg bin? Oh, danke schön. Was immer du tust, mach nichts kaputt. Das könnte mich meinen Job kosten. Ja, geh du nur. Vollidiot. So. Lebenserhaltungssystem Zugang. Öffnen. Achtung, aus Sicherungsgründen. Ohne Genehmigung. Weitere Informationen. Mhm. Notfallmaßnahmen. Falls es zu einem Versagen kommt, wird automatisch aktiviert.
Abriegelungsprozeduren. Sämtliche Passagiere werden angewiesen, bis der Captain des Schiffs den Notfall für beendet erklärt. Falls der Captain nicht mehr dazu in der Lage ist, ist die entsprechende Befehlskette zu befolgen, wie beschrieben in der Thailand-Betriebsanleitung. Okay. Dann schalten wir die Dinger mal aus. Bleibt in euren Kabinen. Verdammt nochmal. So. Guten Tag, die Herren. Darf ich da jetzt nicht durch, oder was? Unser Sicherheitsteam wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie wären. Ja, ich gehe ja schon in meine Kabine. Oder in seine. Was haben wir denn hier? Nichts Wichtiges. Kampfmesser. Kann ich es nicht irgendwie ruhig angehen? Oder ist es hier gar nicht? Ich hatte mich schon gefragt, ob du etwas mit diesem Notfall zu tun hast. Lass die Spielchen und sage mir einfach, warum du hier bist. Gib mir alles. Ich bin in geheimer Mission. Du arbeitest für Ikandes kleine Antipiraterietruppe? Was kümmert mich das? Ich habe mit der Crimson Fleet nichts zu tun. Selbst wenn ich plötzlich den Colonies treu bleiben wollte, warum sollte ich mich selbst belasten, indem ich irgendwelche Beweise übergebe? Claudia sagt, Rossi hat einen fairen Anteil betrogen. Von Anfang an haben die sich hintergangen. Ich weiß nicht, woher du diese Informationen hast, aber das würde erklären, warum dieses Arschloch es mir so schwer macht, meinen Anteil zu kriegen. Das bedeutet, mein Geld ist längst weg und Dombrowski kommt mit einem Vermögen davon. Ich würde den Bastard gerne schwitzen sehen. Aber wenn diese Informationen in die falschen Hände geraten, könnte ich im Gefängnis landen. Bevor ich irgendwas zustimme, will ich erst wissen, ob ich das jetzt für mich lohnt. Ich hole mir die Information, ob du willst oder und nicht. Das finden die aber dann von der Fleet wieder scheiße wahrscheinlich, ne? Ich gebe ihm mal das Geld. Auf die Weise bleibt mir wenigstens etwas. Na schön, du hast mich überzeugt. Hier, mit dieser Slate und der Aufzeichnung hast du alles, was du brauchst, um ihn festzunageln. Du wirst ihn komplett in der Hand haben. Aber lass mich da raus, wie du es versprochen hast. Alles klar. Sag Dombrowski, er sollte verduften. Denn wenn du ihn nicht umlegst, mach ich das. Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen. Und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen... Ja. Vielleicht könnte ich ja auch hier noch mal ein bisschen den Überzeugen reinmachen. Das scheint mir hier schon sehr wichtig zu sein. Mache ich mal einfach.
So. Haltet. So, wie komme ich denn jetzt hier da noch ein höher? Ist das riesig hier, ey. Hallöchen. Was haben wir denn hier für einen Rucksack? Hallo Larry. Sieh mal an. Du bist wohl der Quälgeist, der Claudia und Gabriel belästigt hat. Ich bin mir nicht im Klaren, was genau du erreichen willst, aber offenbar ist es an der Zeit, dass wir verhandeln. Meinetwegen, lass uns verhandeln. Es wird keine Verhandlung geben. Oh, contraire. Dir winkt hier ein großartiges Geschäft. Aber bevor wir fortfahren, wirst du dir anhören, was ich zu sagen habe. Erstens bist du offenbar an Insiderwissen zu meinem Engagement an der Galbank-Defraudation gekommen, auch wenn dir meine Motive wohl verborgen geblieben sind. Zweitens habe ich die Hypothese, dass meine Kompagnons ob der ausstehenden Auszahlung ihres Anteils verzagt sind und dir daher geholfen haben. Hm? Und da meine Stirn noch nicht Bekanntschaft mit einer Kugel gemacht hat, kann ich darauf schließen, dass du etwas von mir willst. Sehr beeindruckend, Professor. Moment, ich brauche ein Wörterbuch, um das alles zu verstehen. Das mit der Kugel könnte ich mir noch überlegen. Das ist alles gut. Ja, das nehme ich. Verstehe. Nun, das belastet diese Verhandlungen ein wenig. Es ist wohl eine konzise Diktion gefragt, um solch gewaltbelastete Beiträge zu vermeiden. Um es grob zu sagen, du besitzt kompromittierende Informationen über mich. Ich dagegen habe außer meinem Galbank-Pass nichts zu bieten. Ich nehme an, das ist es, was du eigentlich wolltest? Ziemlich erstaunlich, dass du unseren Kommunikationsversuch dechiffriert hast. Zum Durchkalkulieren und bis zur Diskussionsbeteiligung bedurftest du nur eine Minute länger als erwartet. Die Rattenmodelle sind einfach notorisch unberechenbar. Ich bin überrascht, dass du drauf gekommen bist. Dir macht es nichts aus, mir den Zugangspass zu überlassen. Ja, ich bin echt überrascht. Bei den gegebenen Prämissen war das logisch. Schließlich befindet sich davon abgesehen nichts von Wert in meinem Besitz. Wie es scheint, sind wir zu einem Konsens gelangt. Oh, verzeih, ich sag es einfacher. Wie es scheint, haben wir einen Deal. Sicher verstehst du, wenn ich darum bitte, dass zwischen uns kein weiterer Kontakt stattfindet. Und nun entschuldige mich bitte. Ich muss reflektieren, wie ich zwei lästige Geschäftspartner brotlos mache. Einen schönen Tag noch. Danke. Okay, also lassen wir ihn am Leben. Na gut. Dafür stehle ich noch dein Geld. Hier noch irgendwas? Okay. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Sicher ist es nur eine kleine Störung oder eine Übung. Tja, scheint, als sei unser Plan aufgegangen, wie am Schnürchen. Hättest du meine Rechnung mit Sandin doch nur nicht in den Wind geschossen. Aber der Job ist erledigt. Ja. Ich hätte das nicht ohne deine Hilfe geschafft.
Freut mich, das zu hören. Vergiss nicht, Delgado zu erzählen, wie sehr ich dir geholfen habe. Weißt du, ich frage mich immer noch, wozu du den Zugangspass eigentlich brauchst. Willst du es mir verraten? Ich will es dir sagen, aber Delgado... Um eure Aufmerksamkeit bitten. Alter. Delgado würde mich umbringen. Er hat dir also verboten, mir das zu sagen. Du solltest es dir mit der Fleet nicht auch noch verscherzen. Also lasse ich es lieber darauf beruhen. Aber immerhin steht meiner Rückkehr zur Fleet jetzt wohl nichts mehr im Wege. Darauf habe ich lange gewartet. Ich schulde dir was, Tovarischt. Das kannst du laut sagen. Ich nehme Dank nur in Form von Credits an. Da sieht es bei mir leider auch düster aus. Vielleicht kann ich mich später irgendwie revanchieren. Sieh auf dem Schlüssel nach mir. Mir fällt schon was ein. Tja, okay. Dann trennen sich jetzt wohl unsere Wege. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal auf dem Schlüssel wieder. Alles klar. Nice. Ich bin hier der Einzige, der jetzt hier noch so rumstolzieren darf. Oh, what? Wo muss ich hin? Ich muss hier rein? Und dann? Deckkiefer oder was? Ah, hier lang. Wir haben einen Notfall auf dem Schiff. Bitte begeben Sie sich zurück in Ihre Kabine. Ja, mach ich. Durfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten. Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen. Und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Mach ich. Okay, hier ist auch falsch. Hier. Eieieiei. Was ein Riesenschiff. Oh, was haben wir hier denn noch Schönes? Nix, Anzüge. Und irgendwelche Kritzeleien. Nichts wie weg hier. Das war noch ein Kinderspiel. Ruf nach Alpha Centauri. Feuer frei. Jetzt noch mal kurz gucken, begib dich nach New Atlantis. Die Bank sprengen. Okay. Oh Gott, ich trete buchstäblich in deine Wohnung. Wie cool ist das denn? Okay, wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Okay. Loge? Nee. Begib dich. New Atlantis. Landen bitte.
mir aus kann's losgehen. Was genau? Geiles Schiff. Okay, wo müssen wir lang? Da oben muss ich hin. Betritt das Kelbank-Archiv. Komme ich denn da rein? Okay, hier lang. Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Starrt Bäume an, klingt besorgt. So schlimm kann die Sache nicht sein, oder? Ah, wir müssen wieder mit der Bahn fahren, na klar. Gelbank. Da bin ich ja gespannt. Auf ins Geschäftsdistrikt. So, hier sind die ganzen hohen Tiere unterwegs. Ich bin. Hier ist die Gelbank. Ja, keine Ahnung, warum die jetzt hier sind. Nach Neon würden sie besser passen. Aber auch Länder. Und ob wir an den Tresor kommen, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.